Also rechts in der Kette vor Torwart Weidenfeller die einzige Änderung, obwohl Mojela Magen-Darm-Infekt raus. Piszczek, der neue Pole von Hertha BSC Rhein. Die jüngste Innenverteidigung der Liga mit Hummels und Subotic, rechts Schmelzer. Şahin neben Kehl, die kreativen Sechser. Davor beginnt Dortmunds offensive Abteilung. Kuba, auch bekannt unter seinem richtigen Namen Błażejkowski. Kagawa, Dortmunds neuer Jungster in Anführungszeichen aus Japan. Links Großkreuz nach extrem schnell verheiltem Muskelfaserriss. Eine Spitze für möglichst viele Tore. Paraguays WM-Teilnehmer Lucas Barrios. Das ist die beste Elf zur Zeit. Nelson Valdés, Sie wissen, dass es nicht mehr dabei ist, inzwischen in Alicante. Und so sieht es aus bei Karabakh Ahdam. Auswärts tendiert die Mannschaft zu einem defensiveren 4-5-1. Auffälligster Spieler nach der schweren Verletzung von Toega Ismailov. Den sehen Sie auf der linken Seite. Andrés Rubens, der kommt aus Lettland, ist Nationalspieler und war auch bei diesem denkwürdigen 0:0 gegen Deutschland bei der EM 2004 dabei. 6 aktuelle Nationalspieler Aserbaidschans sind ebenfalls in der Startelf. Deshalb ist Berti Vogts auch hier. Die Nationalspieler angefangen bei Torwart Veliev. Und das ist der Trainer Gurban Gurbanov, 38 Jahre alt. Trainer Jürgen Klopp ist von der Frühform der Mannschaft schon recht angetan. Und auch von Akawa, dem Japaner. Erste gute Chance für den BVB. Nach 3 Minuten Shinji Kagawa, 21 Jahre alt. Ein rasanter Aufstieg für ihn. Aber auch nur eine halbe Chance für ihn, wie wir gerade gesehen haben. Barrios war es, der als letzter am Ball war. Löw, der heute Abend übrigens nicht hier ist, der schaut sich das Schlagerspiel am Sonntag lieber gegen Leverkusen hier an. Adama! Giorgi Adamya, ein Georgier, einer der zwei Stürmer in diesem 4-4-2-System, wie es sich jetzt herauskristallisiert. Ein leichter Trick gegen die Innenverteidigung, gegen Hummels und der Linksschuss. Alle Achtung! Da haben wir Berti Vogts, den Nationaltrainer Aserbaidschans, der beiden Polen. Stark gemacht auf den Japaner. Der Bundesliga übrigens hieß Okudera und begann 1977 beim 1. FC Köln. Jetzt aber aufgepasst, Rubens der Lette und Hummels im letzten Moment dazwischen. Balleroberung durch Kagawa. Gutes Ding und Tor! Shinji Kagawa, seine 13. Minute im Europapokal. Der erste große Traum geht in Erfüllung. Nicht abgefälscht, Torwartfehler. Veliev hat die Hände am Ball, aber eben nicht richtig. In die rechte Ecke gezogen, vom Innenpfosten ins Netz geprallt. Shinji Kagawa, 21 Jahre alt. Was für ein rasanter Aufstieg. 2009 Torschützenkönig der zweiten japanischen Liga. 27 Treffer in 44 Spielen. Danach gleich der Aufstieg in die erste Liga. 7 Tore dort in 11 Spielen. Gutes Zusammenspiel mit dem Japaner. Şahin auf Hummels. Genauso ist es. Und deshalb die erste Torchance für Dortmunds Innenverteidiger. Normalerweise macht er seine Tore mit dem Kopf, aber der fiel ihm hier vor den Fuß. Dann aber der Fehler von Karabach. Barrios. Und Tor! Wo der spielt, fallen Tore. Lucas Barrios. Aber haben Sie den Torwartfehler gesehen? Da kommt Barrios an den Ball. Ein leichter, ein flacher Schuss. Und dann dieser dicke Bock von Ferhat Veliev. Das ist Aserbaidschans Nationaltorwart. Der stand auch in beiden Spielen gegen Deutschland im Tor. Damals mit insgesamt 6 Gegentoren. Heute schon sein zweites gegen Dortmund. Die Herren auf der Bank nehmen es.
Und die nächste Chance, Sahin, und abseits. Stark gespielt, aber Barrios im Abseits. Leichtes Spiel jetzt für den BVB. Was soll's, ein schöner Fußballabend. Und vielleicht, möglicherweise, ist die Mannschaft von Karabach doch ein bisschen stark beeindruckt. Hier sehen wir die Szene nochmal. Sahin, der... Gutes Direktspiel jetzt des BVB. Das Spiel natürlich voll in die Breite aufgezogen. Und 3:0, Barrios! Das Ganze sieht aus nach Fußballfest hier. Die Flanke von Piszczek. Der Kopfball von Barrios. Der perfekte Kopfball. Aber auch der nicht unhaltbar. Denn Velijev ist ja schon fast dran. Barrios frei. 29. Die Gegenspieler zu weit weg. Der Torwart nur halbherzig mit einer Hand dran. Leichtes Spiel für den BVB. 3:0. Das ist Błażikowski, einer von drei Polen jetzt im Kader. Und den packt er sich, Ferhat Velijev. Schmelzers Flanke, Kagawas Kopfball und Tor! Zweites Tor des Japaners, der nicht nur beidfüßig ein ganz starkes Spiel hier zeigt, der uns jetzt auch von seinen Kopfballfähigkeiten überzeugt. Schmelzers gute Flanke mit rechts. Und wieder kommt Velijev überhaupt nicht an den Ball. Das ist gut gemacht von Schmelzer. Den Ball umgelegt auf rechts, sein schwächerer Fuß in Anführungszeichen. Und der starke Kopfball von Shinji Kagawa. Sein zweites Tor für den BVB. Wieder beide Gegenspieler. Viel zu weit weg. Aber was soll's? Piszczek. Kehl. Jo! Nationalspieler. Damals gegen Deutschland war er jüngster Nationalspieler mit 17 Jahren. Nuri Sahin steht ja auch auf der Liste bei Arsene Wenger in England ganz oben. Neven Subotic mit dem Kopfball. Genauso wie in Burghausen vergangenes Wochenende. Dieser Neven Subotic übrigens einer von insgesamt nur 4 Bundesligaspielern, die keine Bundesliga-Minute letzte Saison verpasst haben. Mario Götze, 18 Jahre alt, U17 Europameister und überragender Spieler dieses Turniers. Der beste Freistoßschütze sicherlich nicht. Vergessen wir nicht, die Mannschaft ist natürlich... Klasse Ballkombination. Götze zum ersten Mal im Strafraum. Das wäre es gewesen, wenn der Junge mit 18 Jahren in seinem Europapokaldebüt, wenn auch mit diesem abgefälschten Ball, das 5:0 gemacht hätte. Auch sein Bruder Fabian ist bereits hier im Jugendbereich untergekommen. Das war eine Flanke, kein Torschuss. Der kam erst durch die Wade von Admir Telli zustande. Zweite Ecke Dortmund durch Sahin. Wieder auf Subotic. Der dabei aber ein Foul begeht. Ich glaube, es ist Adamya, den er weggeschoben hat. Admir Telli ist es. Der Mann, der von Tirana in Albanien nach Aserbaidschan gekommen ist. An den Pfosten geprallt. Kann im Moment auch nicht sagen, wo der Sinus-Dauerton hierher kommt, aber er scheint eine ganze Tribüne zu belästigen.
Das Ganze kommt über die Stadionbeschallung. Und alle schauen ziemlich genervt rein. Schauen aber hinten, wie es Admir Teli geht, der gegen den Pfosten geprallt ist, der jetzt wieder steht. Wir haben gedacht, die Vuvuzelas in Südafrika seien die Belästigung, aber Dortmund ist der stellvertretende Kapitän. So ist es jetzt auch. Also klare Machtverteilung in Dortmund. Kehl geht, Bender kommt und der wird genau diese Position einnehmen, denn da auf der Position des Sechsers fühlt er sich am wohlsten. Sahin. Kagawa nicht im Abseits. Ach, hat er das schön gemacht. Ein Tor mit Sternchen, dieses 5:0 für Borussia Dortmund. Aber abgepfiffen. Wir schauen hin, war es wirklich Abseits? Jetzt der Pass. Kaum zu sagen, ich meine gleiche Höhe. Schade. Es wäre das dritte Tor des Japaners gewesen. Und weil es gleiche Höhe gewesen ist, ist es eine Fehlentscheidung. Der Klassepass von Sahin und der Lupfer von Kagawa vorbei, der jetzt das Spielfeld verlässt. Standing Ovations für Dortmunds neuen Mann aus Osaka. Schade, dass dieses Tor nicht gegolten hat. Und jetzt kommt der nächste Neuling, Robert Lewandowski. Polnischer Nationalspieler, also der dritte polnische Nationalspieler im Kader des BVB. Ein Mann, den Klopp jetzt behutsam an die Mannschaft ranführen muss. Aber für den haben sie richtig hingelangt. Zau Hashimov ist gekommen. So ist es für den Albaner Admir Teli. Götze. Lewandowski. Und wieder abseits. Dieses Mal allerdings war das auch von hier schon deutlicher zu sehen. Lukas Barrios im Abseits. Noch eine Ermahnung von Schiedsrichter Balay, diese Entscheidung gefälligst hinzunehmen. Aber auch das sehr, sehr knapp. Auch hier hätte man zur gleichen Höhe tendieren können. Beim 0:0 hätte Jürgen Klopp sich sicherlich mehr aufgeregt. Und er sagt, er hat es nicht gehört. Hat aber jetzt die nächste Chance. Dortmund ist sehr gut reingekommen in diese neue Saison. Nach dem Pokalsieg in Burghausen heute ein unangefochtenes 4:0 gegen Karabach Agdam. Schmelzer heute sicherlich der Mann, der die meisten Kilometer gemacht hat, für die sonst Kevin Großkreuz berühmt ist. Nicht selten bringt das auf mehr als 13 Kilometer pro Spiel. Ein abgefälschter Schuss von Andres Rubins, den Letten, den wir in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gesehen haben, auf der linken Seite. Abgefälscht, aber auch das überhaupt kein Problem für Roman Leidenfelder. Heute sein 12. Europapokalspiel. Eins davon hat er für Kaiserslautern gemacht. Jürgen Klopp, täuscht mich das eben der Eindruck, schaut am Ende doch ein bisschen mürrisch rein. Vielleicht hätte er doch gerne das ein oder andere Tor mehr gesehen in der zweiten Hälfte. Wir übrigens auch. Und sicherlich auch die vielen Fans auf der Südtribüne da drüben. Schade für die, dass alle Tore in der ersten Hälfte auf der anderen Seite gefallen sind.
Noch einmal Yuzhyov, der letzte eingewechselte Spieler. Da kann man sich ziemlich sicher sein, auch die allerletzten Sekunden hier bringen keine Chance mehr. Schiedsrichter Balay aus Rumänien pfeift in diesem Moment ab. Borussia Dortmund schlägt Karabach Agdam mit 4:0 durch die Tore von Kagawi, Barrios, nochmal Barrios und nochmal Kagawa. Ein absolut unangefochtener Sieg. Dortmund mit, sagen wir mal, in der zweiten Hälfte höchstens einem Viertel Kraft. Aber auch das reichte gegen einen sehr schwachen Gegner. Zwischen der ersten deutschen Bundesliga und der ersten Liga in Aserbaidschan besteht ein großer Leistungsunterschied. Das ist heute Abend, vor allem in der ersten Hälfte, mehr als deutlich geworden. Alle Befürchtungen von Dortmund waren sehr früh weggewischt durch die klaren und vor allem die schönen Tore. Es hat tatsächlich Nervosität gegeben bei der Rückkehr nach Europa.